Hallo, wir sind Familie Herschel. Das ist Vivian, unsere Tochter. Die wird im Dezember 30 und wir haben heute einen Termin bei Dr. Stockmann. Ja, wir sind eigentlich auf Umwegen hier hingekommen. So im März rum ging es der Vivian nicht gut in der Werkstatt und da mussten wir sie nach Hause holen und dann hat die Werkstatt uns gebeten, doch mal Kontakt mit dem MZEB aufzunehmen. Wir sind relativ zeitnah auch hier untergekommen, so ein bisschen Notfall halber. Und ja, waren eigentlich sehr froh, dass uns jemand so mit offenen Händen aufgenommen hat, weil die Erfahrung in der Vergangenheit eben so war, dass wenn mit geistbehinderten Menschen psychische Probleme entstehen, man eigentlich nach Hause geschickt wird und alleine dasteht. Man hat alles, ne? Man ist wütend, man ist traurig, kann man gar nicht so beschreiben irgendwie, ne? Hilflos einfach, ne? Weil man kann selber als Eltern schon nicht helfen, ne? Und braucht dann Unterstützung von außen und die kommt dann nicht. Zumal wir ja selber fertig waren, ne? Menschen mit geistiger oder auch körperlicher Behinderung haben es ja oft halt auch schwerer, irgendwo in die Praxis reinzukommen, brauchen halt auch viel Zeit, müssen erstmal Vertrauen finden und ich finde, das ist hier alles in einem super abgedeckt. Ja, und deswegen, das ist eine sehr schöne Sache hier, ne? Hier hat man alles im Haus, da fühlt man sich schon ein bisschen aufgehoben und deswegen ist man froh, dass man endlich einen Anlaufpunkt hat. Mein Name ist Maike Ungers, also ich bin die Schnittstelle, über die die Aufnahmen und die Planung für die Termine in unserem MZEB laufen. Und wir merken sehr deutlich an den Anfragen, dass das noch eine Lücke war und dass Menschen sehr, sehr froh sind, dass hier eine gute Behandlung stattfinden kann.